Guten Morgen, liebe Gatteln und Werkelnfans. Da jetzt die größte Kältewelle vorbei ist, fangen wir an zum Gatteln. Das heißt, in erster Linie mal, was anderes gibt es leider noch nicht zum Touren, die Schmetterlingsflieder niederschneiden. Und ihr seht es, eigentlich ganz einfach, mit wenig Anstrengung. Das Einzige, was ich schon gemerkt habe bei den dicken Ästen, da sollte man das Messer dann schon mal schleifen. Das heißt, da wird es dann von Martin wieder ein Video geben, weil mein Gartenwerkzeug, das gehört schon ordentlich her, kriegt ein bisschen früher, weil ich brauche den dann auch öfters. Und was rauskommt dabei, ist dann ein super Mulchmaterial für den Gärtner. Perfekt, oder? Beim Häckseln müsst ihr aufpassen, das ist jetzt zwar nicht mein Problem, dass ihr nicht immer wieder zu viel nasses Material verwendet, weil dann verbiegt es und verschmiert es unten und dann funktioniert das nicht. Immer wieder abwechseln, einmal was Trockenes, einmal ein bisschen was Feuchteres. Das Problem haben wir jetzt nicht, weil das ist alles relativ trocken und das funktioniert relativ gut. Das heißt, um einstecken, immer ein bisschen nachstochern, entweder mit einem Stecken. Manche Häcksler haben so einen Keil dabei, wo du dann noch einen drucken kannst. Und das war eigentlich die ganze Hexerei. So, wir sind jetzt fertig. Das heißt, Zaumrahmen und das Gerät wieder sauber machen. Natürlich immer das Unangenehmste von dem Ganzen. Ganz wichtig, unbedingt immer vom Netz nehmen. Nicht, dass man den versehentlich einschaltet, die Hände zwischendrin hat, naja, dann kann man sich ausmalen, was passiert, auch wenn das Messer nicht mehr so scharf ist. Also immer anstecken. Dann haben die meisten Häcksler da so Schrauben, ganz leicht zum Aufmachen, dann kann man das noch vorklappen. Dann sieht man da, da sind halt einfach noch Rückstände drinnen, dann nimmt man sich einen kleinen Besen und macht es dann sauber. Was man dann auch gleich schauen kann, wie das Messer benannt ist. Da merkt man halt schon, naja, das sollte nicht mehr geschliffen werden, dann tut man bei den großen, dicken Eisen auch leichter.